Ja, hallo, ich werde hier in diesem kurzen Video das neue Plon 5, die wesentliche neue Oberfläche, ganz kurz vorstellen. Wir haben hier im mittleren Bereich die Seite mit dem Logo einer Suche, der Hauptmenüstruktur in diesem blauen Bereich, dem Pfad, der sich darunter aufbaut und den Inhalten. Und hier im linken Randbereich, in diesem grauen Balken habe ich die neue Bearbeitungsleiste, die wesentlich angenehmer in der Bearbeitung ist und viele Möglichkeiten bietet. Zuerst habe ich hier den Inhaltsreiter, der mir im Prinzip die Inhalte zeigt von dem Ort oder an dem Ort, wo ich gerade bin. Ich bin hier auf der Startseite, sehe dann die Startseite und die Ordnerstruktur. Hier liegt auch noch ein PDF. Und kann diese Elemente dann relativ flexibel, rasch und einfach ausschneiden zum Beispiel, kopieren, irgendwo wieder einfügen oder löschen. Im Prinzip die wesentlichen Funktionen, so wie wir es auch vom Windows Datei Explorer kennen, stehen mir hier zur Verfügung. Man kann sie neu anordnen, man kann auch neue Elemente hochladen, Stichworte neu vergeben, zum Beispiel diesen drei Objekten gebe ich jetzt einfach ein neues Stichwort. Oder man kann Elemente relativ rasch umbenennen oder mehreren Elementen unter einem Klick zum Beispiel den Status verändern und diese zum Beispiel privat stellen. Oder wieder veröffentlichen oder zur Veröffentlichung einreichen, also Workflow-Änderungen durchführen oder Eigenschaften von Objekten verändern. Das kann man hier mit diesem Inhaltsreiter durchführen. Der zweite Reiter, zweite Button ist im Prinzip der normale Darstellungsreiter. So sieht es im Prinzip der User, der sich nicht angemeldet hat. Ich kann die Seite auch jederzeit hier beim Bleistift auch bearbeiten und kann dann den Titel ändern oder den Text bearbeiten und das dann auch abspeichern. Ich habe dann die Möglichkeit, neue Elemente hinzuzufügen, zum Beispiel hier oben die Ordnerstruktur zu erweitern, indem ich einen neuen Ordner hinzufüge. Habe auch Möglichkeit, wie wir es von früheren Plon-Versionen schon kennen, eine Kategorisierung vorzunehmen oder das Freigabedatum der Urheber zu bearbeiten oder sonstige Einstellungen oder das Layout zu bearbeiten. Habe jetzt hier einen neuen Ordner erstellt, diesen Bilder mit dem Tippfehler, da fehlt ja wohl ein L. Ich kann den aber auch wieder schnell löschen. Und erstelle den Ordner nochmals neu, hätte ihn aber auch nur einfach bearbeiten können. Dann habe ich die Möglichkeit, hier im Statusbereich zu veröffentlichen oder zur Veröffentlichung einzureichen. Dann ist er auch öffentlich und für die User sichtbar. Bei diesem Aktionsfeld kann ich ein Objekt oder mehrere Objekte ausschneiden, irgendwo anders einfügen oder kopieren oder löschen oder umbenennen. Ich kann dann auch, wenn ich mehrere Inhalte jetzt hier im Bilderordner hätte, zum Beispiel mehrere Seiten, kann ich die Darstellung anhand von unterschiedlich hinterlegten Templates abändern. Ich kann eine zwei- oder dreispaltige Darstellung auswählen oder eine listenartige oder eine kachelartige Einstellung. Ich kann die Freigabeoptionen anpassen für bestimmte Bereiche. Ja, ich denke, die wesentlichen Funktionen oder das Wichtigste in aller Kürze
wer somit erklärt und gerne mehr persönlich. Kommen Sie auf uns zu.